So, und willkommen zurück zu einem neuen Video am Sonntag zu News und Kommentare. Und in dieser Folge geht es um unnötiges Wissen von meinem Kanal und zu den ganzen Kommentaren bzw. zu dem neuen Projekt, was nächste Woche, Mitte nächster Woche starten soll. Und wir fangen mal an mit den Kommentaren. Und zwar gibt es jetzt die Möglichkeit, dass ihr die hier jetzt rechts seht und ich die hier in der Hand habe, weil ich habe mir die ja alle ausgedruckt, wie ihr vielleicht in dem Vorbereitungsvideo gesehen habt. Und ja, wir fangen einfach an mit dem ersten Kommentar von Behat Bricht. Ich habe mich jetzt auch entschlossen, das USA DLC zunächst ruhen zu lassen und spiele Europa. Habe das Patch von iceOS und den neuen TFM Trainführer Mod Manager installiert, sodass ich Straßen abreißen kann, wie ich es will. Und einige schöne Fahrzeugmods und ist gut. Und gut ist so. Zwischendurch hole ich mir bei dir noch den ein oder anderen Tipp. Junge! Nein. Und hole den einen oder anderen Tipp von dir. Sehr schöner Kommentar. Auch mal wieder was wert gewesen. Ich bedanke mich, Bernd. Und wir haben noch mehr von dir. Das steht schon mal fest. Und ja, ich finde das immer schön, wenn sich Leute dann irgendwie freuen, dass sie kommen, also dass sie Hilfe kriegen und sowas. Das ist eine ganz nette Sache mal für zwischendurch, dass man dann auch merkt, ja, die Community ist auch echt dabei und sagt, ja, wir kriegen endlich Unterstützung, beziehungsweise einer sagt uns mal, wie es läuft. Und ja, der zweite Kommentar ist zu dem Entscheidungsvideo, welche Map wir spielen sollten in Season 5 Reloaded von dem Kritiker. Und bitte nochmal Europa, Dani, das ist 10.000 Mal besser als das USA-DLC. Yay! Ein Nächster, der mich mag. Dazu kommen dann auch weitere Kommentare zum USA-DLC, schon mal vorweg gespoilert. Dann von Jyn Ole, ich weiß nicht, ob der Name richtig ausgesprochen ist, aber okay. Nimm bitte Europa, ich bin nicht überzeugt vom USA-DLC. Bitte, bitte Europa. Ja, wurde ja auch genommen, wie ihr gesehen habt. Und ja, dann zu Sadu bzw. Sapu. Und zwar geht es einmal um die Frage, wie das aussieht mit dem Einverständnis davon, Let's Play zu machen, also von Spielen Let's Play zu machen. Und ganz einfach geklärt, entweder schreibt ihr einfach den Support an, der euch da Hilfe geben sollte, oder ihr schaut einfach nach den Lizenzbestimmungen zu den einzelnen Spielen. Auf deren Webseiten ist das meist vermerkt nach, was da steht und welche Richtlinie ihr einhalten müsst. Und falls ihr nicht sicher seid, einfach Support anschreiben. Und dann mal nachfragen, ob ihr dürft oder nicht und was ihr einhalten müsst, ob ihr alle Lizenzbestimmungen einhalten könnt überhaupt. Zum Beispiel auch von den Musikrichtlinien und sowas, Copyright. Hatten wir ja in Far Cry 3 zum Beispiel halt ganz oft das Problem, dass mir die Musik gestrikt wurde, beziehungsweise ich keine Rechte für die Musik hatte, obwohl die von Ubisoft eigentlich mitgegeben wird. Aber nein, die Leute sagten, nein, ihr müsst euch die selber holen von uns. Und ja, da erstmal zu Sapu. Dann der nächste Kommentar ist von Bert Bricht. Habe ich auch noch nie in der Art erlebt, deswegen freue ich mich etwas drüber. 36 Minuten schön unterhalten worden bei Kaffee und Kuchen. Wie fragt ihr euch jetzt? Bei Kaffee und Kuchen 36 Minuten lang schön unterhalten worden. Ja, das war das, war die Folge 32 von Season 4, wo ich mit der langen S-Bahn-Linie ein bisschen was gemacht hatte. Und der hat sie sich einfach angeguckt bei Kaffee und Kuchen, das ist auch mal eine Möglichkeit. Und ich freue mich auch immer, wenn ich irgendwie solche Nachrichten kriege, so schön unterhalten oder sowas. Und dann so, bei Kaffee und Kuchen ist doch schon eigenartig. Und deswegen mal an die Leute, die gerade zuschauen, schreibt mir mal bitte in die Kommentare, wie ihr meine Videos schaut, beziehungsweise wann und ja, sowas in der Art, wie ihr das halt guckt. Ich gucke die zum Beispiel immer selber auf dem zweiten Monitor, wenn ich irgendwie schneide, Render oder Kommentare beantworte, gucke ich mal so nebenbei, Let's Plays. Und ja, nächster Kommentar ist von Roman Pintur. Cool, mach weiter so, coole Videos. Ja, auch mal ein ganz netter Kommentar. Das war jetzt zum Beispiel zu Tipps und Tricks, wie ich am besten Geld verdiene in LS. Ist ja auch relativ schön gewesen, fand ich jetzt so, weil es gab zu dem Zeitpunkt kein Video, da wo das so erklärt wurde. Und vorab gespoilert, nächste Woche Mittwoch kommt halt ein neues Let's Play, beziehungsweise Dienstag kommt das Spiel raus und am Mittwoch wird die erste Folge hoffentlich erscheinen, sobald Paradox mir die Erlaubnis gegeben hat, das Spiel spielen zu dürfen. Und dann geht's weiter mit dem Kommentar zu größeren Bahnhöfen, Tipps und Tricks,
von Tranquillon, von Game Master LP. Dani, echt super Video. Jetzt habe ich auch verstanden, wie es geht. Super. Kannst du vielleicht auch mal ein Video machen, wie ich zum Beispiel einen unterirdischen Bahnhof bzw. einen tiefer gelegten Bahnhof anlegen kann, dass die nur durch Tunnel zu erreichen sind? Ja, das kann ich machen, aber es wird halt dauern, das habe ich ihm auch geschrieben gehabt, weil ich im Moment erstmal ein bisschen Zeit finden muss, weil so ein Dreh dauert dann auch mal zum Beispiel jetzt 2,5-3 Stunden mit Schneiden und sowas. Und ja, ich finde das immer cool, wenn ihr dann solche Kommentare abgebt, was ihr denn euch wünscht. Sage ich auch immer wieder, schreibt mir in die Kommentare, was ihr euch wünscht. Und viel besser ist es dann auch, wenn euch das gefällt, was ihr euch gewünscht habt, was als Ergebnis, was ich dann gemacht habe. Und ja, dann von Rasmus diesmal ein Kommentar als Hilfe für mich. Ja, das gibt's auch mal. Und zwar schreibt er, wenn du am Bahnhof eine Terrain Collision, also Kollision, hast, musst du nur ein kurzes nicht in die Höhe oder Tiefe gehendes Gleis bauen, also waagerechtes. Wusste ich auch noch nicht, okay, merke ich mir. Und vielleicht brauchen wir das ja noch mal öfters, wenn wir irgendwie eine Kollision haben, dass wir dann einfach ein Stück gerade ausbauen. Die Kollision, höchste Seite gehen. Oder halt eine Seite zurückbauen auf einem zweiseitigen Gleis. So dass wir dann das geklärt haben mit der Terrain-Kollision. Dann geht's noch weiter mit Mr. EOHD. Toll, gefällt mir. Gute Folge. Ist auch schön wieder zu hören. Und dann von Wert bricht. Zu dem USA-Stream von vor einer Woche, also letzte Woche, hatten wir gestreamt, USA-DLC, als es rauskam. Und da habe ich mich zu dem Thema DLC geäußert in einer relativ negativen Form, weil es ist eigentlich ein unnötiges Ding gewesen. Und ja, es ist kostenlos, das weiß ich auch, aber das hätten die Modder auch alleine hingekriegt, ohne dass der Urban Games irgendwas gemacht hätte. Und deswegen lese ich jetzt einfach mal den Kommentar vor von Bert Bricht. Hoffentlich entzieht dir Urban Games nicht die Genehmigung, Train Fever weiterhin zu Let's Playen, für deine ehrlichen Worte. Von mir Daumen hoch. Ja, das haben viele gesagt, dass sie mir zustimmen, was ich da gesagt hat, und dass es einfach nur unnötige Zeitverschwendung war von den Erstellern bzw. von Urban Games dieses kostenlose DLC zu machen. Ist zwar eine nette Sache, aber das hätten die ganzen Modder vielleicht auch noch alleine hingekriegt, das umzustellen und zu ändern, dass da alles amerikanisch aussieht. Na gut, die meisten Fahrzeuge sind ja auch von der Community gekommen, zum Beispiel Duke hatte da ein paar Fahrzeuge eingesetzt, kennt vielleicht ein paar Leute aus dem Community TS von TrainFever.net. Und ja, dann war es das jetzt auch für die Kommentare. Ich mache jetzt einen kurzen Schnitt und dann geht es weiter mit unnützen Wissen zu meinem Kanal. Vielleicht gefällt euch das ja und schaut einfach mal rein. So, das war der kurze Schnitt und ich würde jetzt einfach mal sagen, es geht los mit dem ersten unnötigen Wissen über meinen Kanal. Ich wollte es euch einfach mal sagen bzw. euch das zeigen, was so bei mir auf dem Kanal im Moment los ist. Und ja, wir fangen an mit den Abonnenten in den letzten 28 Tagen. Es sind insgesamt gute 226 Abonnenten innerhalb der letzten 28 Tage gewesen. Alter Schwede, davon waren es aber endgültig nur 182, denn 44 Leute sind abgesprungen. Und ja, wie ihr sehen könnt, sind die meisten Abonnenten über meinen Kanal gestoßen, haben mich darüber abonniert. Das waren 121 Stück, muss man echt sagen. Und 60 Leute sind durch die Videos auf mich aufmerksam geworden und haben mich dadurch abonniert. Das ist echt schon eine krasse Leistung und man sieht ja auch, dass das relativ oft schwankt, so zwischen ja, minus 2 bzw. minus 1 bis plus 20 Leuten pro Tag. Müsst ihr euch mal durch den Kopf gehen lassen, damit man erstmal sieht, so alter Schwede, wie viele Leute das echt sind. Und für meine Größe ist das echt schon eine Hammer-Sache. 182 Abonnenten innerhalb der letzten 28 Tage. Erlebt man nicht oft und sogar ich bin da sogar ein bisschen geschockt gewesen. Und ja, das ist echt schon eine Hammer-Sache. Und wir fangen dann einfach mal an mit, ja, muss ich hier gerade mal gucken, wie das aussieht. Mit den ganzen Aufrufen und sowas. Und zwar, haha, ist ja witzig, haben die mich ja getrollt. Und zwar haben wir insgesamt in den letzten 28 Tagen gute, jetzt muss man da sagen, über 25.000 Aufrufe oder sowas gehabt. Ich sehe das jetzt hier nicht, weil hier da sowas fehlt, aber okay.
gute 25.000 Aufrufe gehabt mit 180.000 Minuten Wiedergabezeit. Wenn ihr euch das mal ausrechnet, kommt da schon eine Zahl zusammen, die ihr gar nicht toppen könnt in der Zeit. Dann wird einige größere YouTuber haben das natürlich auch, dass die noch mehr Aufrufe und noch mehr Minuten pro Tag machen. Und die meisten Aufrufe kommen halt wirklich bei mir auf dem Kanal durch vorgeschlagene Videos. Müsst ihr euch mal durchrechnen, ich habe 11.000 Aufrufe nur durch vorgeschlagene Videos. Ja, das ist eine ganz schöne Menge, das weiß ich. Und wenn man nochmal so einen Vergleich sieht, YouTube-Übersicht, YouTube-Seite bzw. YouTube-Kanalseite, sind das so 4.600, 94 bis zu 3.000 Leute, die da pro Tag da suchen bzw. klicken, also in den letzten 28 Tagen das geklickt haben. Und dann im Vergleich die Playlists, die haben nur 2.665 Klicks gehabt in den letzten 28 Tagen, aber das ist auch schon eine ganz schöne Menge, muss man sagen. Und ja, wie das zustande kommt, das ist einfach durch die verschiedenen Altersschichten gekommen. Und wir haben insgesamt ja 100% der Leute, die hier klicken, das sind 93% männlich. Ihr fragt ihr jetzt, was, nur 93%? Ja, beziehungsweise eigentlich 93,3%. Denn 6,7% sind Frauen von euch. Irgendwie jetzt, hä? Ja, angeblich nach der YouTube-Statistik sind 6,7% der Klicks von Frauen. Und das nur aus Deutschland mal beiseite gelassen. Und ja, falls ihr wissen wollt, wie der Altersschnitt ist, schaut jetzt einfach mal hier hin. Da steht nämlich genau, wie alt ungefähr immer so die Altersschichten sind und wie viel Prozent die der Klicks ausmachen in dem jeweiligen Land. Zum Beispiel haben wir in Deutschland reine 20.000 Klicks, sagen wir jetzt mal. Und dafür sind ja 2,7% zwischen 13 und 17 Jahren von euch, 25% zwischen 18 und 24 und der größte Teil, der ist zwischen 25 und 34 Jahren mit 49%. Das muss man natürlich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich als jetzt knapp 20-Jähriger habe Leute, die etwas älter sind als ich und schauen immer noch meine Videos, beziehungsweise kleinere, die auch meine Videos schauen, aber das ist eigentlich normal. Und dann geht es so in den Bereich von 35 bis 44 mit 15%, 45 bis 54 mit 5,4%. Ich muss lachen, weil es einfach so krass ist, was jetzt kommt. Und zwar 55 bis 64 habe ich 3,1% Aufrufklicks. Jetzt, das ist schon eine ganz schöne Hausnummer. Und wenn man sich dann mal im Vergleich das anschaut, so aus der Schweiz oder Österreich, da kommen wirklich dann die meisten so aus der Schweiz. Es ist zum Beispiel so, dass die meisten so zwischen 18 und 24 Jahre sind. In Österreich zwischen 35 und 44. Und dann aus den Niederlanden sind einfach mal 33% zwischen 18 und 24. Ne? Also es ist doch schon echt was da so abgeht. Und ja, das ist so das unnötige Wissen gewesen, was ihr zu meinem Kanal gehabt habt. Ihr habt ja auch immer gesehen, dass die Aufrufzahlen und sowas steigen. Pro Tag, Monat, es schwankt halt so immer zwischen Plus und Minus. Aber im Endeffekt sieht man doch eine leichte Steigung nach oben gehend. Und ja, ich würde sagen, das war's jetzt für das unnötige Wissen zu meinem Kanal. Und jetzt kommt nämlich der Teil, auf den sich die meisten Leute freuen. Und zwar geht es jetzt um die nächsten Projekte, die wir da machen. Und zwar The Forest ist ja jetzt im Moment schon gewesen, einmal als Community-Stream am Freitag. Vielleicht kommt heute nochmal so eine Stunde oder zwei Stunden The Forest nochmal als Multiplayer bzw. als Koop. Ihr habt die Möglichkeit einzutreten und selber mitzuspielen, wenn ihr das Spiel habt. Voraussetzung, ihr habt TS und könnt dann halt mit uns kommunizieren. Und dann kommt am Mittwoch, ja, die erste Folge, so hoffe ich, von City Skylines von Paradox Games irgendwie raus. Ich hoffe, ich kriege die Genehmigung dazu, die ist nämlich immer noch nicht beantwortet worden. Und LS 15 als Multiplayer, weiß ich noch nicht, da muss ich immer noch gucken, wie das aussieht. Einige haben mir schon angeboten, dass die den Server hosten können. Ich bedanke mich auch an euch schon mal und wir werden das dann als Community zusammen klären. Und falls ihr Lust habt, einfach mal in die Kommentare schreiben, was ihr so haben wollt immer noch. Und mal schauen, ob wir da irgendwas finden und wie ihr da helfen könnt. Und ja, das war auch
diese Folge wieder am Sonntag von News und Kommentare. Ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt und schaut auch einfach mal vorbei in dem Video von den Vorbereitungen. Ich verlinke das jetzt hier nochmal irgendwo da vor den Vorbereitungen, wie das so aussieht bei mir. Und wir sehen uns dann nächste Woche Sonntag oder morgen in der neuen Folge von SimCity bzw. Train Fever. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit, einen guten Wochenstart und ciao.